Gehen Leute, Home Gym hier, Laufband und dann habe ich hier so verschiedene Resistance Bands, die hängen hier überall in der Garage. Ein paar Gewichte, Medizinbälle und so weiter, damit versuche ich mich ein bisschen fit zu halten. Und ja, vor allem jetzt, wo wir einen Pool haben, muss ich wieder in Shape kommen. Ich habe einen Monat kein Training gehabt, denn ich hatte Covid vor einem Monat und dann konnte ich 2 Wochen nicht trainieren. Und dann war ich nochmal 2 Wochen faul und jetzt geht's wieder los, Leute, in Shape kommen. Ich habe mir eine richtig coole Nachricht vom Black Eagle bekommen, die ich euch jetzt mal vorlesen werde. Also er schreibt, sag mal, hättest du Bock, mal ein Video darüber zu machen, wie du von Scooter fahren und in einer WG leben zum Porsche fahren und Haus etc. gekommen bist? Ich schaue immer wieder mal deine alten Vlogs an, zum Essen oder während ich online poker. Jedes Mal denke ich, wow, Amanakoim, der Bruder hat es echt heftig weit gebracht. Nur wie? What's your secret? Ich weiß, wie teuer das Leben in Cali ist, auch wenn Vegas ein wenig günstiger ist. Trotzdem ist das schon ein American Dream Story, was du dort an den Tag gelegt hast. Ich freue mich echt sehr für dich und mit dir. Aber natürlich kann es auch sein, dass das zu privat ist. Respektiere ich auch. Wie dem auch sei, freue mich auf deine kommenden Videos. Grüße aus Kalifornien. Come on. Come on. Come on. Ihr habt auch noch nie so richtig das Haus hier gesehen. Aber dazu werde ich irgendwann mal so MTV Cribs-mäßig ein Video drehen, denke ich. Muss auch dazu sagen, dass wir das Haus noch nicht so schön eingerichtet haben. Leben hier zwar schon fast seit 2 Jahren, aber da war die Schwangerschaft am Start und dann Zwillinge. Die ersten 6 Monate waren richtig viel Arbeit. Und jetzt haben wir gerade einen Pool gebaut hier. Und ja, zeige ich euch das schon mal. Pool, Leute. Ich weiß gar nicht, ob man sieht gar nichts. Aber das Wasser läuft schon seit gestern hier und wir sind so 80-90% voll. Aber ich denke, also ab morgen oder übermorgen oder so können wir vielleicht hier reinspringen. Ich denke, nach einer coolen Online-Poker-Session wird es richtig geil sein, hier dann nochmal rauszukommen und ein bisschen im Jacuzzi zu chillen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Erstmal in die Sonne setzen, Leute. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu neidisch. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter im Moment in Deutschland ist. Aber ja, kriegt ihr ein bisschen Sonne durch mein Video ab. Ja, wie bin ich von Scooterfahren zum Porschefahren gekommen? Ich fange ganz von vorne an, Leute. 2016 bin ich mit $3000 nach Vegas gereist und musste dann hier erstmal $900 für Miete ausgeben. Ich versuche gerade eine Position zu finden, damit ihr mich besser sehen könnt. Musste dann $900 für Miete ausgeben. Mir wurde in Deutschland gesagt, gab $450 Miete und dann bin ich angekommen, wollten die 2 Monats bieten. War ich also direkt $1000 down. An den Tischen ein bisschen hier und da verloren, hatte dann nur noch $170 in meiner Tasche. Aber nicht mal einen vollen Stack für 1-2. Hab auch keinen Bock gehabt, irgendjemandem davon zu erzählen. Familie wusste nichts davon, Freunde wussten nichts davon. Ja, damals gab es in Mandalay Bay dann eine Promotion, wo man einfach nur ganz viele Stunden grinden musste. Der mit den meisten Stunden hat dann von Montag bis Donnerstag $900 bekommen und von Freitag bis Sonntag gab es nochmal extra $500 und plus nochmal so High-Hand-Bonus wie Bonis, wie auch immer. Für so Quads und Straight Flushes und Royal Flushes und so gab es nochmal extra $100, $200 und glaub max $500 dafür. Ich habe auf jeden Fall in der Session am Montag habe ich mich mit $170 eingekauft. Fabi ist noch dazu gekommen und da haben wir dann zusammen, ich habe 48 Stunden durchgegrindet da. Ich glaube, Fabi war nur 24 Stunden da, ich bin mir nicht genau sicher. Der hat aber auf jeden Fall auch richtig krass durch mitgegrindet. Ich habe 48 Stunden gegrindet und dann bin ich nach Hause, habe geduscht, wieder zurück. 48 Stunden gespielt und habe dann da die $900 mitgenommen. Das habe ich 2 Monate lang so gemacht. In der ersten Session habe ich am Tisch auch 2500 plus gemacht, also war für 1-2 Game war das schon richtig gut. Und damit ich dann zum Strip fahren konnte, hatte ich mir damals einen kleinen Scooter gekauft, den haben wir Rudi genannt. Rudi, der High Roller. Ja, der wurde mir dann irgendwann mal geklaut, aber das ist eine andere Geschichte. In 2016 war ich dann noch bis zum August, glaube ich, in Vegas
und bin von da aus dann nach Mexiko, war da für ein paar Monate, habe da viele neue Freunde kennengelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Und ja, von Mexiko aus bin ich dann, ich habe da eine Wohnung gemietet, habe da online gespielt und so weiter, war eigentlich auch eine ziemlich coole Zeit. Und dann bin ich von da aus nach Deutschland für ein, zwei Monate, Familie und Freunde besucht, auch eine coole Zeit gehabt. Und Januar 2017 ab wieder in den Flieger Richtung Las Vegas, um da dann wieder 6 Monate durchzugrinden. Und ja, dieses Mal hatte ich ein bisschen mehr Kohle dabei. Hab mir dann direkt am Anfang auch eine Harley gekauft und das war auch eine ziemlich coole Erfahrung so an sich. Ich habe vorher schon in Deutschland eine Harley gehabt, aber hier in Amerika ist das nochmal anders, was anderes. Jeden Tag Harley zu fahren bei jedem Wetter. Ich bin auch einmal nach Los Angeles gefahren mit der Harley. Da gibt es einen Vlog zu. War eine richtig geile Fahrt an sich, aber ich hatte nur eine Sportster und ich war ziemlich froh, dass ich wieder zurück, als ich wieder zurück in Las Vegas war, denn mein Arsch war komplett platt. Die Babys sind wach, Leute. Jetzt gehen wir die Babys erstmal holen. Stinkies! Puppies! Did you poo-poo? Did you poo-poo? Yeah? Cookies! 2017 lief es eigentlich ziemlich gut, Leute. Ich habe durchgegrindet jeden Tag. Dann bin ich irgendwann mal mit der Harley Richtung Mandalay Bay, Hacienda runtergefahren und da ist irgendwo eine Chevron-Tankstelle. Und da wurde mir irgendwie meine Bankkarte geklont. Ich habe direkt an der Zapfsäule bezahlt und da war irgendwas, so ein Cover drauf und keine Ahnung, wie die das genau machen. Auf jeden Fall wurde meine Karte geklont und alles Kohle, was ich drauf hatte, wurde mir geklaut. Das habe ich erst im Mandalay Bay erfahren. Der Fabian saß da schon und ich hatte irgendwie so $300-$400 dabei, habe da direkt aufs Maul bekommen und wollte Geld abheben. Und dann erst gemerkt, dass ich keine Kohle mehr auf dem Konto habe. Ja, ich habe das Geld, was ich noch vor mir hatte, das waren so knapp $80-$90, habe ich sofort ausgecashed, weil das alles war, was ich hatte. Und habe dann die Bank angerufen. Fabian meinte dann direkt, ruf Bank an und die machen das schon. Die Bank meinte, innerhalb von 10 Tagen kriegst du das Geld wieder. Die müssen dann nochmal prüfen und so weiter. Und das Ganze hat dann irgendwie 3-4 Monate gedauert. Ich hatte nur noch $80 in meiner Tasche, also habe ich mich beim Eric gemeldet. Das ist der Chef von HD Poker. Und gefragt, ob er einen Grafikdesigner braucht, weil ich Pokern fit bin und Grafikdesign, also gelernter Mediengestalter bin, mich ziemlich gut mit Grafikdesign und Animation und all so Dingen auskenne. Und da wollte ich dann, also mein Plan war es eigentlich nur 2-3 Monate dort zu arbeiten, damit ich über die Runden komme und dann direkt wieder an die Pokertische, sobald mein Geld wieder da ist. Aber das Angebot von ihm war schon direkt so gut, dass ich dann doch länger geblieben bin. Ja, ich sollte am Anfang halt Marketing und so machen, ein bisschen Social Media und so und das war's. Habe aber direkt 70.000 angeboten bekommen. Ja, keine Ahnung, das war irgendwie so mega Motivation, um mich dann da auch nochmal hoch zu grinden. Habe teilweise am Anfang gar nicht gecheckt, was sie von mir wollten. Also ich musste mal alles in Translator eingeben und so. Ich habe ja Englisch am Pokertisch mehr oder weniger gelernt. Ja, ich habe mich dann aber, ja, wie gesagt, da auch hochgegrindet. Aus 70.000 wurden irgendwann 80.000, dann 90.000, dann 100.000 und ich habe Tag und Nacht gearbeitet, vor allem nach, also Covid angefangen hat und wir dann von zu Hause aus arbeiten mussten. Da gab es Dezember und Januar 2020, habe ich komplett durchgearbeitet. Also mit komplett meine ich, bin um 8 Uhr morgens aufgewacht, bin dann runter zum Büro, habe Frühstück teilweise am Computer noch essen müssen. Ja, habe den ganzen Tag durchgearbeitet bis 12 Uhr und dann wieder schlafen. Am nächsten Tag dasselbe. Das ging 2 Monate lang so. Dazu kam dann noch Poker News, Poker Atlas habe ich auch ziemlich gutes Geld verdient. Also ich habe wirklich hart gegrindet. Ich glaube auch die Kinder waren so mehr oder weniger die Motivation dahinter. Bis ich dann natürlich irgendwann mal einen Burnout hatte. Also auf Dauer ging das halt einfach auch nicht gut. Ja, da habe ich mir so ein bisschen als Ausgleich, habe ich mich wieder an die Pokertische gesetzt. Und deswegen gab es auch nicht so viele Vlogs, weil ich habe es einfach mal genossen, einfach raus und dann an den Pokertisch und dann nur das zu machen, worauf ich gerade Bock habe, ohne irgendeinen Stress vom Boss oder keine Ahnung, Kinderschreien zu Hause oder was auch immer. Diese Zeit, die ich am Pokertisch gesessen habe, das war so meine Auszeit mehr oder weniger und habe halt auch noch Geld mit nach Hause gebracht, das war auch
ziemlich gut. Ja, wie das schon klar ist, eigentlich kann das nicht gut gehen, wenn man so viel arbeitet, so viele Stunden jeden Tag. Ich habe das irgendwie knapp 5-6 Jahre durchgemacht. Wie gesagt, Neujahr und Weihnachten und all so Tage, alles musste ich arbeiten und hat mir zwar in dem Moment nichts ausgemacht, aber irgendwann hat es dann einfach, war einfach zu viel. Dieses Jahr ist auf jeden Fall ganz anders wie letztes Jahr. Jetzt ist tatsächlich, also Hardcore-Grind und damit dann Rechnungen zahlen. Natürlich kann ich mir dann finanziell nicht mehr so viel erlauben wie vorher. Ich muss nicht unbedingt in der S-Klasse zum Strip fahren. Ich denke, das werde ich auch sehr bald eintauschen oder verkaufen oder ich weiß noch nicht. Also ich würde gerne beide Mercedes, die ich habe, verkaufen und dafür dann irgendein Elektroauto, irgendein Familienauto kaufen. Und dann würden meine Frau und ich uns das Auto teilen einfach. Damit sparen wir ganz viel Benzin. Es sind hier zwei V8. Keine Ahnung, muss nicht sein. Als Creative Director, wenn man da so 3-4 Jobs hat, da war mir das mit der Kohle halt egal. Aber jetzt muss ich tatsächlich Bankroll Management machen. Das sind die Ladies vom Strip, Leute. Direkt nebenan geparkt. Ja, direkt eine Woche nachdem ich gekündigt wurde bei HD Poker, habe ich auch schon ein Jobangebot bekommen. Ich bin dann sogar hin zum Interview und habe jede Frage ziemlich kurz und knapp, ziemlich klugscheißerisch beantwortet. Hat sich alles super gut angehört eigentlich. Die meisten Bedingungen, die ich hatte, wurden auch erfüllt, außer eine. Keine Ahnung. Ich bin dorthin und dann hat er so Fragen gestellt. Da musste ich irgendwie an dem Board eine Software aufmalen, wie ich das designt hätte. Der hat mir was beschrieben und dann musste ich das nachzeichnen. Und dann meinte er, ob ich ein Auge für Detail habe. Und ich habe dann einfach geantwortet, dass ich aus Deutschland komme. Und es ist so. Hat er dann gesagt, ja, I'm sold. Wie gesagt, das meiste hat eigentlich gestimmt. Mir wurde sogar 150.000 Dollar angeboten, Jahresgehalt. Und musste dann dafür aber vom Büro aus arbeiten. Also müsste ich jeden Morgen knapp 35 Minuten dahin fahren. 9 Uhr geht's los bis 6 Uhr abends und dann steckt man meistens noch im Stau. Also hätte ich meine Kinder gar nicht mehr gesehen. Die wachen meistens so um 7.30 Uhr morgens auf, so ungefähr. Und gehen so gegen 6, 6.30 Uhr wieder schlafen. Aus dem Grund war das Geld mir dann auch egal. Ich hab's abgelehnt. Geben, Alter. Geben, nein. Läuft? Sitzt? Da sitzt immer noch nicht. Nee. Schön geschlafen da vorne. Velo oder was? Okay, immer viel. What's one board? Hey, es ist gut. Der ist ein 500er schon mal verloren, Leute. Damen gegen Asse. Für die ersten 500, die er verloren hat, war ich zuständig. Ich bin keine gute Glücksfee heute. Normalerweise bringst du Glück. Heute nicht. Weiß nicht. Als ich die Damen gesehen habe, dachte ich mir, geil, der Fabi steht hinter mir, kann nichts schief gehen. Aber voll in die Hose gegangen. Big one. Kurze Pinkelpause, Leute. Wir sind $300 down. Direkt am Anfang mit Damen gegen Asse verloren. Ich habe Damen geopen raced. Gab ein Race auf 60. Zwei Call in die 60. Und der 60 erhöht hatte, der hatte nur $500 im Stack. Also habe ich 500 noch was da reingestellt. Und
Der Original Razor, der hat gecallt, die anderen beiden folden und dann ja, Damen gegen Asse. Wie läuft's bei dir? Ja, ich war für eine Bellagio, lief ganz gut, 400 gemacht in 3 Stunden. Also, stark. Ich mache momentan eben nur kurze Sessions, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn man die Gewinne wird. Leute, meine Story kennt ihr ja. Wie ich hier von Deutschland nach Vegas und grinden 24 Stunden und bla bla bla. Jetzt mal die ganze Story aus Andys Sicht. Der hat nämlich das Gleiche durchgezogen, ist nach Vegas gekommen und ja, ich lasse ihn am besten einfach erzählen, ja. Wie du das. Sollen wir vielleicht da rein und dann. Also kannst du es empfehlen, jedem das durchzuziehen oder war es Horror, war es geil, wie fandest du es? Ja, es war der Hammer. Also wie gesagt, ich habe es ja damals bei dir alles mitbekommen und ich gebe dir die Kamera einfach in die Hand, dann kannst du selber. Du bist jetzt Blogger. Sehr gut. ich bin immer so, nee, ich habe es damals ja alles von Noja mitbekommen und habe immer gesagt, ich will das auch machen und wie das immer so ist, 10 Jahre lang mich aber nie getraut oder 8. Und ja, jetzt dieses Jahr habe ich einen Entschluss getroffen. Ich sitze einfach besser. dieses Jahr den Entschluss getroffen, habe meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung in Hamburg aufgegeben und habe gesagt, ich mach's. Mit einer relativ kleinen Bankroll auch, aber bin dann rübergekommen im März das erste Mal 3 Monate. Vor allem Turniere gespielt, was Bombe war. Ich konnte einen für 5-stellig gewinnen, ich konnte ein anderes knapp 5-stellig, also einmal für 10k, einmal für 14k noch einen 4. Platz machen. Und da hat sich natürlich einfach schon gelohnt, das war natürlich mega. Und dann war auch klar, ich komme sofort wieder, bin dann im August wieder gekommen, war dann also ein bisschen zu Hause, Familie, Freunde getroffen etc. Und ja, jetzt bin ich seit August wieder hier und hatte mal so einen richtig schönen Downswing, also richtig war der Horror. Hab zwar tatsächlich auch relativ schnell am Anfang ein Turnier für 5k gewinnen können, kleines, aber danach ging nichts mehr. Cash Game ging nicht zusammen, Turniere ging nicht zusammen, nicht mal mehr Min-Cash ist nichts. Und ja, das war ziemlich harte Zeit, aber eigentlich auch ziemlich gute Zeit. Also ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe nochmal, wie gesagt, ich spiele seit über 10 Jahren Poker. Bin jetzt gerade so durch Corona nochmal wieder richtig reingegangen, auch Materie zu studieren und voranzukommen. Und dass man halt einfach auch merkt, dass manchmal die richtigen Entscheidungen nicht gleich beim Pokern unbedingt Geld bringen. Und ja, inzwischen muss ich sagen, habe ich mich entschieden, den Trip auch tatsächlich etwas früher abzubrechen. Jetzt nach 2,5 Monaten dann jetzt. Werde wieder zurück, möchte wieder eine Basis in Deutschland haben und werde dann versuchen, immer regelmäßig rüberzukommen. Also werde auch mal wieder eine eigene Wohnung haben, ein eigenes Bett haben und ja, werde dann immer zusehen, dass ich wieder rüberkomme. Und tatsächlich ist ganz lustig, seitdem ich entschieden habe, diesen Trip abzubrechen, habe ich fast alle Losses wieder reingeholt. Also ein richtiger Knackpunkt war auch tatsächlich mal, da warst du ja an dem Abend auch da, da hatten Daniel und ich einfach waren was essen, waren im Club, haben uns ein bisschen bewegt und haben gesagt, ey komm, wir spielen noch ein bisschen 1-3. Und ich glaube, ich habe an dem Abend auf 1-3 900 wieder reingeholt. Oder ja, fast 1000 auf jeden Fall. Sturzbetrunken. Aber auf einmal habe ich alles getroffen und ja, jetzt hatte ich 2-3 weitere richtig gute Sessions. Ein paar, ich sag mal, kleinere Sessions auf 2-5 mit 300, 400 da. Dann habe ich nochmal ein Final Table in einem Turnier gemacht für 1,5k. Und ja, da sieht man, ne, so schnell geht es auch wieder zurück, also kommt das Geld auch wieder zurück beim Pokern und ich tracke ja halt auch alles live mit, egal wie lange ich spiele, ob ich nur 15 Minuten oder 15 Stunden, na gut, 15 Stunden ist noch nicht passiert, tracke ich alles mit und da sieht man einfach auch, wo jetzt so langsam sich die Hourly hinbewegt. Ich hatte sie mal bei knapp über 20 auf 1,3 und 2,5, überwiegend 1,3 und ja, jetzt hat sie sich auch wieder ein bisschen entwickelt, bin ich knapp drüber, das ist natürlich ganz nice. Ja, aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, mir eine Wohnung suchen in meine alte Heimat, wo ich seit 10 Jahren in Wilhelmshaven nicht mehr gelebt habe. Werde ich mir was suchen, da ist es auch schön günstig noch in Deutschland, ein bisschen Sozialleben wiederfinden und dann versuche ich Februar, März wäre ideal schon wiederzukommen, allerspätestens Weser im Monat oder 2. Das werde ich auf jeden Fall genießen. Wie ist dein Instagram-Channel, was ihr dem folgen wollt? Ach so, ja genau. Ich bin jetzt nicht so der Vlogger. Ich habe keine Ahnung, wie man schneidet. Mir fällt jetzt schon der Arm ab, nur weil ich die Kamera halte. also auf Instagram könnt ihr mir folgen mit Andy unterstrich und dann PI, also Andy mit Y unterstrich PI unterstrich. Dann solltet ihr mein Profil finden. Und da versuche ich eigentlich mit Reels regelmäßige tägliche Updates zu geben. Das werde ich auch in Deutschland weitermachen, wenn ich da dann online grinde.
Und ja, da werden wir mal sehen, wo mein Weg, ich nenne das jetzt so schön All-In, mein Weg zum Pokerprofi, wo ich dann im halben Jahr oder im Jahr stehe. Wird auf jeden Fall lustig. Ich fand Andi-Tische ziemlich auch geil. Ja, es waren geile Vorschläge auch dabei. Andi-Tische wäre natürlich auch wegen Namen cool gewesen. Aber ich hab da die Community abstimmen lassen, die ist noch nicht so groß. Also da hat man mit seiner Stimme auch echt noch Einfluss. Und ich glaube, es waren nachher 2 Stimmen dann mehr für All-In, mein Weg zum Pokerprofi. Deswegen ist der Titel geworden. Wenn ich vielleicht mal im halben Jahr einen neuen Namen suche, könnt ihr ja vielleicht auch dabei sein. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja, wenn du jemanden jetzt nochmal empfehlen würdest, das gleiche, also wenn jetzt jemand in Deutschland das gleiche vorhat irgendwie, was würdest du dem empfehlen? Also mein Nummer 1 wäre halt immer, ich bin mit viel zu wenig Geld rübergekommen und wenn ihr euch das ganze Stress, den ganzen Stress ersparen möchtet, dass man dann ständig über Miete nachdenkt und kann ich jetzt nicht essen gehen und bla bla bla, also Dinge und dann ein kleiner Downswing, dann, also da ist viel zu viel Stress mit verbunden. Je mehr Geld ihr natürlich mitbringt, desto besser ist es, desto einfacher ist es. Also das wäre mein Nummer 1 Tipp, aber es trifft den Nagel auf den Kopf, deswegen breche ich vorher ab. Ja. Also ne, ich bin mit 10.000 Bankroll gestartet, wie gesagt, habe ein paar Cashes, jetzt liegt auch noch einiges an Geld bei der Steuerbehörde hier in Amerika, weil die ja 30% bei Turnieren einbehalten, wenn man nicht diese Steuernummer hat, die ich noch nicht habe. Und deswegen ist es jetzt der Punkt, ne? Ich habe jetzt einfach mal 4.000 in 6 Wochen verloren. Das sind jetzt eigentlich nicht die Riesensummen. Aber wenn du dann sagst, ja, ich muss mir jetzt wieder ein Hotel nehmen, das Hotel soll wieder 1.500 kosten, dann ist halt kacke. Und deswegen nehmt genug Geld mit, macht es nicht mit zu einer knappen Bankroll. Grindet lieber in Deutschland, Österreich hoch. Muss ja nochmal ein großer Cash am Sonntag dabei sein und macht dann halt, sorgt dafür, wenn ihr live pokern wollt, dass die Fixkosten für die nächsten ersten paar Monate fest drin sind. Das heißt, also das werde ich halt auch so machen, wenn ich das nächste Mal komme, dass der Monat oder die 3 Monate fest bezahlt sind. Hotel safe, Auto safe. Whatever, und dann kannst du auch in Ruhe grinden und du musst auch nicht darüber nachdenken. Dann sitzt du auch mit dem Tisch mit dem richtigen Mindset und nicht mit Scheiße, hat er jetzt schon wieder Asse? Nee, er hat auch Ass 2 in seiner Range. Aber nicht, dass du anfängst zu überholen. Also das ist genau der richtige Tipp. Dann war da noch zum Beispiel bei mir halt, als ich angekommen bin, habe ich Glück gehabt, dass ich gar nicht auf Airbnb oder so suchen musste. Mir wurde direkt am Anfang, halt, wir waren einmal bei Twitch unterwegs. Und dann hat einer im Chat mir einfach einen Raum in der WG angeboten. Und, aber ich kriege immer wieder die Frage, ob ich jemanden kenne, der ein Zimmer vermietet oder wo man am besten da sucht. Da gibt es halt Airbnb und Craigslist. Also wo hast du deine Wohnung? Airbnb. Ja. Beim ersten Trip war ich auch ein bisschen weiter weg. Das war auch gut, da hatte ich mein eigenes Zimmer. Aber dann hatte ich mir einen E-Scooter geholt und bin damit immer hergedüst, weil dann, ich wollte ja kein Geld für ein Auto ausgeben. Das war aber auch nachher ein bisschen schwer handelbar und dann war es halt wieder bei Uber. Und das geht halt schnell ins Geld, ne? Vor allem, wenn du da mal so ein Partywochenende hast, wo du ja auf jeden Fall los willst und die normale Strecke kostet $12 und auf einmal wollen sie $30, $35 für eine Tour. Und dann denkst du dir, okay, das muss man halt auch erstmal wieder reingrinden. Das ist schon heftig. Und, also wenn Airbnb, dann eher etwas näher am Strip, wo man dann... Also beim letzten Mal hatte ich jetzt, also jetzt die ersten 6 Wochen hatte ich das jetzt, da konnte ich sogar bis zum Gewinn laufen. Also ich meine, klar, das macht dir keinen Ami bei 40 Grad, aber ich hatte mir eh vorgenommen, nach Corona mich mal wieder ein bisschen mehr zu bewegen. Und bis zum Gewinn, wie Nischen, bin ich so in einer halben, dreiviertel Stunde Maximum, wenn ich gemütlich gelaufen bin, gelaufen. Und das habe ich echt auch einige Male gemacht und das war schon empfehlenswert. Jetzt habe ich gerade ein Hotel, weil das ist natürlich auch geil, jetzt nach 150 Stunden war im MGM, hast du ja die Goldcard und das heißt halt keine Resort-Fee mehr. Wenn man sich das Zimmer dann teilt, was ich jetzt auch aktuell mache mit einem Kumpel, dann geht es auch finanziell tatsächlich. Ja. Aber sehr gut. Ja, Airbnb hilft auf jeden Fall. Ja, folgt da dem Andi alle auf Instagram, Leute, wenn er Weg zum Pokerprofi und so, wenn das alles interessant findet, da kommen coole Stories. Da macht die ganzen. Wie schneidest du das irgendwie am Telefon oder wie? Ja, ich mache alles am Telefon. Es gibt eine App dafür, dann nehme ich einfach die Videos, die ich am Tag und dann. Packe ich die hintereinander, leg da Musik drüber, damit man mein Gebrabbel nicht hört und dann. Die sind ziemlich cool, schreibe ich dazu. Alle am Erfolgen, Leute. Du hast ja überwiegend 1-2, 1-3 gespielt? 1-3, ja. Und was würdest du sagen, sind so deine Lieblings-Casinos, Poker Rooms? Also am wohlsten fühle ich mich immer noch in Bellagio, aber das 1-3-Game im Caesars ist halt der absolute Knaller immer noch. Die Hälfte der Leute ist betrunken, wenn nicht sogar mehr. Wir hatten gestern wieder einen Tisch mit 2-3 Leuten, die wussten nicht, dass man halt einen 5-Dollar-Chip hinlegen kann, um 3 zu bezahlen. Das mussten die Dealer dann erklären, dann mussten die Dealer immer sagen, wann sie dran sind und wie viel sie raisen dürfen und was das Min-Raise ist. Also ganz viele, die das erste Mal live spielen, wenn nicht sogar das erste Mal Poker. Und wenn man ein bisschen trifft, was am Anfang nicht geklappt hat, jetzt gestern wieder sehr gut. Ich habe gestern, glaube ich, in 3 Stunden habe ich 800 daraus geholt. Geil. Auf 1-3, weil...
ja, hatte ich halt Asse, ja, er hat halt Ass 10 suited und muss rein. Board ist halt 10 hoch, kann er ja nicht holen, das ist ja keine Chance. Okay. Und das ist halt echt gut. Das ist, also das, wenn jeder, der mal sagt, er will mal hier austesten, irgendwo anfangen, sich nur selber noch nicht so ganz sicher ist, geht in Caesars, da könnt ihr nicht viel falsch machen. Bei mich war das ja damals immer das Mandalay Bay so ein bisschen. Ja, da habe ja. ich aber ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie die Games da so sind. Ich war letztes Mal da, bin da mal durchgelaufen, da war lief halt ein Tisch. Ja, ja. Im Moment ist da nicht so viel Action. Leider, 2-5 und so läuft gar nicht. Also für mich eher hier Aria oder Encore und manchmal Resorts World, wenn da 2-5 Games laufen. 15er, wenn Leute unter euch gerne 15 spielen, donnerstags und samstags im Resorts World gibt es richtig viel Action. 1-3 in Bally's. Bally's? Es ist nicht schön. Die bauen aber gerade um, das soll jetzt ein ganz neuer Pokerraum werden, sogar mit, dass man zeitgleich online pokern kann, so mit Schaltern und all so Kram. Ich weiß nicht, wie das mehr aussehen soll, aber es ist gerade ein Umbau. Aber auch da ist ähnlich wie Caesars, ne? Es ist ja genau gegenüber halt keine Regulars eigentlich. Also gar nicht. Geil. Das ist schon, das ist auch ganz gut. Ja. Wie gesagt, nicht so schön. Aber das wird ja vielleicht. Ja, stimmt. Mit WSOP und so müssen ja ein bisschen aufregen. Leute, Session im Aria mit einem Plus von $2,265 beendet. Ich war teilweise $1,000 minus noch. Irgendwann zwischendurch habe ich auch mal berichtet, dass ich 200-300 minus bin und dann habe ich noch einen Zuckout bekommen. Da habe ich irgendwie Top 2 reingekriegt am Turn gegen Ass hoch. Der hat Ass 10 gehabt. Dame, Bube, Flop ist Bube hoch, Turn kommt eine Dame, also habe ich Top 2. Krieg's am Turn rein gegen den und der hat Ass 10, also Ass hoch und River ist dann König, leider. Da habe ich glaube ich $600 abgegeben und ja, aber ich habe alles Maximum von derselben Person wieder zurückbekommen. Leute, mein Pool ist fast voll, können wir wahrscheinlich im nächsten Vlog dann hier im Wasser starten. Muss noch so Zeugs besorgen, hier reinschütten und so Assets und so weiter, damit das Ganze sauber wird und dann, ja, wie gesagt, kann es kaum erwarten, Leute. Ich habe mega coole Neuigkeiten für euch, Leute, denn Mitte November findet die deutsche Pokermeisterschaft im Kings Casino statt und ich werde am Start sein. Es wird einen Mr. Dawson Cup da geben mit 10.000 garantiert, 180 Leute, also Cap. Aber ich werde auch am Start sein und mitspielen und es gibt ein Bounty auf meinen Kopf und dazu gibt es einen mega Deal, was DPM da angeboten hat. Und zwar könnt ihr da ein bisschen Kohle sparen. Wenn ihr vorbeikommen möchtet, kriegt den Seed garantiert, was normalerweise so auch nicht möglich ist bei Kings Casino mit den Turnieren. Wenn ihr euch bei mir meldet, dann kriegt ihr für 610 Euro bekommt ihr ein 5-Sterne-Zimmer direkt am Kings, Doppelzimmer. Dann ist da, wartet im Zimmer für euch bereit, ein Bench Welcome Package mit Hoodies, T-Shirts und allem Pipapo. Mehrere Sachen sind da drin, ein VIP-Bändchen zu einer Party und ja, ihr kriegt das Seed, den Seed ist garantiert in dem Turnier. Cocktail, Meet and Greet und allem Pipapo, das wird richtig cool. Das Ganze kostet euch 610 Euro. Wie gesagt, wenn ihr allein alle so schon vorbeikommen wolltet Mitte November zur Meisterschaft, dann lohnt sich das so schon direkt, weil Zimmer geht von Donnerstag bis Sonntag und mit dem Package hier spart er ein bisschen was und bekommt noch vieles dazu. Leute, ich werde euch auf jeden Fall noch alle Informationen hier in die Beschreibung packen. Ist ein bisschen viel, also könnt ihr das alles nochmal nachlesen und wenn ihr Bock habt, dann meldet ihr euch bei mir. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr am Start seid, Mitte November, nicht vergessen. Ja. Zocken wir eine Runde zusammen, Leute. Vielen Dank, Leute, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und all so Dinge. Bis zum nächsten Mal.
Welcome to King's Resort. I'm so delighted to present you the Deutsche Pokermeisterschaft here in King's Resort, and you're all welcome to visit it and to play with us.